Kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja. Alter. Mach doch nicht so einen Stress, ich gehe ja schon. So. Rein ins Vakuum. Yay. Ich nehme an, wir werden gleich miterleben, wie die USM Whaler in die Luft fliegt. Habe ich nicht gesagt? Wo ist sie denn? Ach, das da, ja. Na gut, wir gehen einfach mal am besten. Tja. Das macht sich auch für die USG Ishimura ganz gut, wenn hier was hochfliegt, mittendrin. Aber egal, passt schon. Ende der Schwerelosigkeit. So, mach mal das Loch zu, bitte. Ich hätte gern was zum Atmen. So, sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Und Hammond, ich muss ganz ehrlich sagen, ich trauere nicht um ihn. Ich konnte ihn eigentlich von Anfang an nicht leiden. Ernsthaft? Ich dachte, ich hätte die Arschlöcher jetzt hinter mir. Oh, gebt mir doch nicht ständig Ripper-Klingen, Mensch. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Wisst ihr was? Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich steck die Ripper jetzt weg. Die geht mir so auf den Keks. So, erstmal den Halbleiter natürlich verticken. Der hat jetzt gut Geld gebracht. So, und dann haben wir hier natürlich auch noch Energie. Die verkaufe ich jetzt auch. Wisst ihr? Was soll ich denn damit? Es liegt eh bloß rum und ich benutze es nicht. So, jetzt gucken wir mal. Erstmal die Ripper-Klingen weg. So, haben wir noch mehr? Ja, hier sind auch noch welche. Und dann die Ripper in den Safe, bitte. Dankeschön. So, dann kriegen wir jetzt nämlich auch keine Ripper-Klingen mehr. Dann sind wir das Problem los und wir kriegen Muni für vernünftige Waffen. So, wir könnten aber mal schauen. Moment, was habe ich denn? Ah, ich habe gar keine Medipacks mehr, ne? Na gut, dann muss es mal, wohl mal wieder sein. Ich sehe gerade, wir haben 84.000 Credits da, meine Güte. Da können wir uns auch mal ein paar mittlere Medipacks leisten. So. Soll man nicht so knausrig sein, wa? Gut. Nee, ganz ehrlich, ich konnte Hammond von Anfang an nicht leiden, deswegen trauere ich nicht um ihn. Hat er gut gemacht, uns da noch durchzuboxen und uns zu helfen, aber ganz ehrlich, shit happens. Hier sind so viele gestorben. So, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf den Plasma-Cutter gehen wollen. Wenn hier überall diese schnellen Bastarde rumrennen, wäre vielleicht auch das Impulsgewehr gar nicht so schlecht. Das Problem ist, wir müssen 3 ausgeben, um den Schaden zu erhöhen. Und das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel. Oder mache ich das? Moment, ich gucke erstmal, was wir beim Plasma-Cutter ausgeben müssten. 2. Gut, dann machen wir das so. Ich gebe was auf den Plasma-Cutter. Und ich gebe noch was auf den Plasma-Cutter. Ist mir jetzt scheißegal. Ich mag den. So, damit haben wir nämlich die maximale Schadenskapazität erreicht für das Ding. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, achso, ich könnte natürlich auch mal ein Medipack einwerfen, wenn ich sie mir schon kaufe. Und damit haben wir es geschafft für das 9. Kapitel. Wir fahren mal wieder mit der Monorail, das heißt, ab ins nächste Kapitel. Oder war es schon das 10.? Ne, es war das 9., ne? Genau, Kapitel 9, Tod bei Ankunft, abgeschlossen. Fortschritt speichern. So, damit gehen wir mal wieder auf den Spielstand. Und rein ins 10. Kapitel, das Ende aller Tage. Ich denke, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber das klingt auch schon so. Theoretischerweise gibt es ja jetzt auch nicht mehr viel zu machen. Wir müssen noch den Singularitätskern ins Shuttle einsetzen. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Aha. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es 3, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Oh ja, spitze.
Es gibt zwei Leute, die dafür in Frage kommen. Dr. Chalice Mercer oder Dr. Terence Kine. Der eine ist ein Arschloch und will uns nicht runterlassen und der andere ist eigentlich ein guter und hat verständliche oder nachvollziehbare Beweggründe und will uns auch nicht runterlassen. Ja, bei dem einen wäre ich natürlich böse, wenn er das macht, bei dem anderen wäre es eigentlich okay, da ich aber weiß, dass wir natürlich noch ein Dead Space 2 haben und dass irgendwann auch mal ein Dead Space 3 kommt, das heißt, Isaac muss hier runterkommen irgendwie, können wir natürlich fest davon ausgehen, dass Dr. Terence Kine wohl eher nicht Erfolg haben wird bei uns. Und hier sieht es irgendwie nach Ritualen aus, kann das sein? Coming soon, Shaolin vs. Space Ninja. Coming soon, Kitty Kitty. Bang Bang. Das sagt man mal zwischendurch mit ein. Now playing. Hot Dog? Nee, Hot Duo, ah. Crime was their passion. So. Ja, schön hier. Ich glaube, wir haben hier irgendwie die Vergnügungssektion erreicht. Gut, was? Warum sind... Wer singt denn da? So, irgendwie, aus irgendeinem Grund sind von allen die Köpfe hier... Der hat gezuckt! Ich hab's genau gesehen! Ich kann ja auch gar nicht richtig wegbewegen. So. Warum sind eure Köpfe eingewickelt und durchlöchert? Muss ich das verstehen? Sag mal an. Oh, Verzeihung. Das ist irgendwie ganz schön abartig. Na gut. Wollen wir uns nicht lange mit den Leichen hier beschäftigen. Das Spiel ist ja insgesamt ziemlich abartig, muss ich sagen. Altman be praised. Altman habe ich doch irgendwie schon mal gehört. Kann es sein, dass das der Typ von der Unitaritätskirche ist oder wie auch immer die heißen? Gibt es doch irgendwie so eine Religion hier. So, wir gucken erst nochmal im Shop. Nee, ach Quatsch, warum eigentlich? Wir waren doch vorhin erst. Gut, lassen wir das. Und schauen mal, wo wir lang müssen. Wir müssen da hoch. Dann ist natürlich wie immer naheliegend, dass wir zuerst in den Schlafblock C gehen. Ich befürchte Schlimmes. Kein Gegner? Da hat bloß jemand einen Arm durchgeworfen. Da lang? Da geht's aber nicht lang. Moment, wir müssen das richtig stellen. Komm schon. Andersrum. Andersrum. Und ich hab's gleich. Da lang. So. Genau richtig. Und zwar, wenn wir zum Basketball wollen. Virus versus Marauders. So. Ist natürlich naheliegend. Das möchte ich bitte bei jedem Sportverein überhaupt haben. In den Stadien, dass die... Die Wege zum Stadion und zu den Klos, bitte mit richtigen Armen auskleiden, damit wir auch wissen, wo wir lang gehen müssen. So. Anzug Level 5 Schema erhalten. Na, das nenne ich doch mal spitze. Ich hoffe, wir haben noch genug Geld dafür. Aber erstmal schauen wir weiter, was es hier noch gibt. Da ist es ja gut, dass wir hier lang gegangen sind. Textlog. Z-Ball-Regeln. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Ach du Scheiße, gibt's ein Minispiel? Springen Sie auf so viele Wertungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann Ihr Chinese-Modul, um den Ball zu fassen und ihn in den aktiven Korb zu werfen, bevor der Wurftimer abgelaufen ist. Nach jedem Level öffnet sich ein Spind mit einer Belohnung. Yay. Ja, ist im Prinzip dasselbe wie beim Schießstand. Wir können mal wieder ein Minispielchen machen und kriegen was dafür.
So, ich guck mal kurz. Ach, wir haben ja... Ja, natürlich, wir haben jetzt Platz. Wir haben doch gerade die Ripper entsorgt. So. Dann treten wir mal ein in die gute Stube. Eintritt Schwerelosigkeit. Aha. Erstmal, das ist mein. So, haben wir sonst noch irgendwas rumfliegen, was wir einsammeln könnten? Oh Gott. Was zur Hölle soll das werden? Da liegt doch was. Isaac. Wow. Ach, das ist... Aha. Wow. Ja, danke. Genau in dem Moment, als ich schießen wollte. Ihr seid solche Helden. Oh. Ja, schickt mir noch ein paar mehr auf den Hals. Natürlich. Es wäre auch schön, wenn die Tentakel sich ablösen würden. Toll, ganz toll. Das macht sich echt super hier. So, warte. Wo. Ja, ach. Wisst ihr? Leckt mich einfach. Ist mir egal. Ich werde mir die Scheiße nicht antun hier mit den Viechern. So, Setbauerregeln. Ich weiß, wir müssen da rein. Das ist das Blöde. Wir müssen ja da rein, um diese verfluchte Navigationskarte zu kriegen.